Hallo und herzlich willkommen zum großen, kleinen Dirtrennen. Wir erinnern uns an das große Ovalrennen, 50 Runden im Oval. Diesmal fahren wir 50 Runden im Dirt. Und das tun wir mit dem Ford Focus RS von 2001, Hashtag 4. Und wir haben hier ganz viele verschiedene schöne Designs. Und ja, mit mir spielen das Ganze Exit Letney, nur 24-Stunden-Racer, Perücke Golf und Pervica. Hallo an euch. Hallo. 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 Und ich würde sagen, wir quatschen gar nicht lange, sondern wir gehen direkt ins Rennen. So, und da geht's los. Das Rennen ist eröffnet. Lorenz, was ist deine Strategie? Ich habe genug Zeit, also meine noch ein paar Tonnen, sag ich. Das ist meine Strategie. Ah. Ich würde jetzt lachen, wenn du hoch und Haus und alles verlierst. Haus auch, ja. Ich hab genug Zeit. Ja klar, jetzt wirst du sie Spalletti und kickst mich. Also ja, ich habe mich an ins Spiel eingekauft. Wir haben gesagt, es ist alles erlaubt, von Treten, Schubsen, Schlagen, Beißen. Er hat gesagt, alles ist erlaubt gerade eben. Nur Kneifen ist nicht erlaubt. Okay, das war gekniffen. Das war gegen den René. Nicht gegen die Lorenz, hat uns hier tatsächlich eine Runde Vorsprung gegeben. Die Perücke ist schon hinten. Ich lenke und gebe Gas und Anti-Läge so vor mich hin. Perücke, ich hatte euch noch einen kleinen Boost gegeben, weil der ein bisschen gewartet hat, wenn man nicht noch länger warten muss. Ich habe nicht gewartet, ich habe direkt einen Checkpoint verpasst. Ja, und ihr seht es oben links, natürlich fahren wir das hier in 50 Runden. Auf was haben wir uns hier eingelassen? Du kannst ja langsamer fahren. Das macht doch keinen Unterschied. Ja, doch, da hast du länger was von. Oh, Windschatten sneaken hier. Innen in die Kurve rein und vorbei! Ja, vor allen Dingen, die Autos sind definitiv aufeinander gebalanced, weil sind alle Serie. Alles die gleichen Autos. Keiner hat einen Vorteil. Okay, Lorenz hat sich selber einen Nachteil gegeben. Aber dafür ist er Lorenz. Nur 24 Stunden Race. Das ist zu kurz für Lorenz. Ja, Lorenz braucht nur 24 Runden fahren. Oh, Pervica ist dicht hinter mir und versucht sich im Windschatten zu sneaken. Oh, hast du den Checkpoint auch bekommen? Ja. Ich hab den extra eng genommen. Aber ich hab die deswegen weggeschossen. So will ich nicht. Alles erlaubt hier. Sorry. Alles erlaubt. Boah. Wir erstmal wieder ranarbeiten hier an Pervica. Wir sollten uns an Exit ranarbeiten, nicht an uns. Ja, ich bin dabei. Letni, du schließt jetzt Exit mal ab und dann sind wir alle wieder gleich auf. Ja, ich zahle da nur zurück, was er mir geht. Ah, hat er dich auch angerempelt, ja? Nee, ich zahle da die Schulden zurück einfach. Welche Schulden? Naja, was der mir gegeben hat, an Kratzern an meinem Auto, gebe ich noch zurück. Ach so.
Das sind Beschleunigungsstreifen. Beschleunigungsdellen. Komm, ich geb dir auch mal welche. Ich hab doch auch welche. Hab ich dir da extra uns gleichzeitig ins Auto gemacht. Für die bessere Aerodynamik, oder was? Schon 10% gefahren, für euch 12. Was fahrt ihr denn so für Rundzeiten? Also, wenn ich 6. So... Rundzeiten? 47 Beste. Überlegen kann, ob ich irgendwie eine Chance habe, weil ich wohl nicht so viel auf mich gedacht habe. So, nicht das gemeint, aber ich bin hier bei 47 was? Aktuell, ja, mal hoch, mal niedrig. Ich hab 6,88. Ich sag ja, erst groß hier, ja, ich lass euch vorspringen und dann hinterher nicht rankommen, ne? Ja, rankommen natürlich schon, aber halt, ich werde in den 50 und hinten 100 Runden fahren müssen oder so. Wie kommst du so schnell ran, Alter? Ja, vor allen Dingen, das ist ja jetzt das Interessante auf dem Dirt. Also, ne, du musst ja gucken, rutschst du durch die Kurve, fährst du, bremst du. Wie bekommst du dieses Auto zum Rutschen? Oh, du rutschst doch gut. Wer untersteuert? Hab ich nicht das Gefühl. Nee, ich auch nicht. Das fährt sich wunderbar hier. Alle ruhig und konzentriert hier. Ja, ich muss hier mit Exit ein bisschen kämpfen. Ja, ich versuche an Pervika ranzukommen, aber aktuell sieht es eher so aus, als ob Pervika wegkommt. Wer kommt denn da? Perücke kommt. Nein. Weiten komme ich nicht. Ist das ein Lorenz? Es ist ein Lorenz. Weiß nicht, 5 Sekunden oder so. Uiuiui. Der schubst da, Vorsicht, der Lohn schubst. Ich hab gerade so einen Checkpoint bekommen, wenn du nicht so zumachst, schubst ich nicht so sehr. Lorenz, wir können zusammenarbeiten. Wenn du mir Pervika lieferst, dann lasse ich dich nächste Runde vielleicht besser durch. Also wie nochmal durchkommen, man muss. Bis zum Ziel sehen wir uns nicht mehr. Ja, du weißt ja, wie das in der Manga läuft, ne? Man kann hinter die eigene Idee dann doch wieder schlecht finden. Nein, ich habe einen Checkpoint verpasst. Willkommen in meiner Welt. Ich habe schon 2 verpasst. ...20% des Rennens vorbei und schon einen Checkpoint hier verpasst. Ah! Evika, block ihn! Wem? Ja, den Racer da! Der ist noch weg. Lass den nicht freiwillig durch!
Wenn er sauber schafft, werde ich ihn nicht blocken. Ach nein. Checkpoint oder was? Ja. Da. Ah. Hat's versetzt. Eigentlich muss die Runde schnell sein, ja? Ach, nö, noch nicht, okay. Das wird bei mir werden die schnellsten oder die beste Runde wird langsamer. So fliegt der Schaden an. Das wäre doch mal was. Was? Schaden an. Das wäre doch mal was. Nee, hab ich nicht an. Sind auf den ersten 10 Runden die Reifen mit Eimer. Ja. Ja, ich will mir auf dem Dirt vielleicht nicht. Weil 10 Runden sind dann 4 Minuten. Nee. 8 Minuten? Nein, 7, 8 Minuten sowas. Ja, in ich Sport schaff hier eine 47. Fahren, lenken. Halt immer noch in mir näher ans Limit gehen. Die Checkpoint außen nehmen. Ey, nehmen die auch schon hart. ...47 habe ich bis jetzt noch nicht gesehen hier. Schwung halt, aus jeder Kurve. 47,9, da ist er. Geht doch. Wie macht ihr das? Du musst wirklich hart, hart, hart am Limit fahren. Jeden Checkpoint gerade nur so mitnehmen. Ah, nicht so. Hat zweimal nicht funktioniert. Oh, bei Wirka. Hab das Haus gefunden. Ja, hab ich gesehen. Oh. 47,1. 1,72. Ja, ich bin noch bei 47,9, aber ich bin 1, froh, dass 47 da steht jetzt. 47,1,24. Wer die schnellste Runde hat, gibt hinterher für alle Eis aus, ne? Haben wir gesagt gehabt, ne? Ja, ich muss morgen sowieso zum Lorenz fahren. Kann ich mir mein Eis abholen? Mit Lieferung? Nö. Werde ich überholt. Ich geb eine Tasse Milch in den Glas, tue irgendwie Vanillepulver rein und schick's René. Das kann ich machen. Ja, yeah, 46, Beste, let's go! Ah, noch ein Checkpoint verpasst. Aber Exe, das ist viel zu schnell. Wieso, ich bin so langsam als ihr? Tja, ja, schau mal auf die... Der Exe, der fährt stabil. Liste hier. Du bist ja auch noch kein Checkpoint, was? Und ich habe sie jetzt so langsam hole ich auf Exit auf. Also nicht irgendwie rundentechnisch, sondern das, was Perücke Golf nach einer Runde Abstand zu Exit hatte, was jetzt nicht viel ist. Letni kommt schon wieder ran, glaube ich. Nee, das bin ich erstmal. Also.
Oh, ich war bei einer 46 und jetzt steht ja wieder eine 47 da. Hä? Hey. Ja, weil die 46 nicht sauber war. War sie, ja. Eigentlich keinen Kontakt, dachte ich. Vor allem, weil hätte ja davor überhaupt keine Runde sauber sein können. Aber Exit kennt das Auto auch, so Fiesta. Weiß er, wie man den fahren muss, dass er schnell ist, oder? Das ist gut, dass das ein Focus ist, eine Nuss. Ist das ein Focus? Alter Focus. Alter Focus ist gleich Fiesta. So, habe ich gehört. Und schon krieg ich wieder gegen die Wand. Komm, die muss jetzt aber schnell sein. Ah, ist schon wieder nicht schnell. Wenn du denkst, du bist schnell, dann bist du langsam, ne? Die Schnellrunden sind eigentlich häufig unspektakulär. Deswegen sind sie ja schnell. Soll ich ihn vorbeilassen oder fighten? Gib mir eine Runde hinten. Hm? Soll ich dich vorbeilassen oder fighten? Lieber vorbeilassen, ich bin eh noch eine Runde hinten. Also jetzt nicht vorbeilassen, aber halt auch. Ich kann dir richtig auf den Sack gehen, wenn du willst. Ja. Hab ich schon mit gemacht. Weil sonst gehe ich zurück auf den Sack, das glauben wir mal. Hab ich schon mit Letty gemacht. Geht euch ruhig mal auf den Sack, ich finde das gut. Ich lass dich durch. Na klar, ich hab den berührt, Mann. Sorry. Lorenz hat mich echt überholt. Wenn du dann zu viel willst, dann verpasst, ne? War, glaube ich, sogar jedes Mal der gleiche. Nee, gar nicht. Einmal war es auch der. Exit, was los? Checkpoint. Oh. Exit, ich wäre ja für Fighten gewesen mit Lorenz, ne? Jetzt habe ich ihn hinter mir. Fahr einfach schneller, René.
ist ja erst die Hälfte vorbei, René. Ich würde mir jetzt langsam Sorgen machen, ob du nicht von mir irgendwann überrundet wirst oder so. Kein Plan. Gut. Checkpoint verpassen ist halt hier auf der Strecke mies. Also in dem Auto. Ganz schnell. Hier kannst du den Schwung mit durchnehmen. Vor allem guten Ausgang, jetzt hast du viel Platz. Ja, so, wir ne? Wir haben jetzt noch so ein kleines Coaching. Und den Checkpoint natürlich nicht verpassen, wenn möglich. Ne, den habe ich getroffen. Okay. Ich versuche sie ja schon möglichst eng zu machen. Enger. Hier brauchst du nicht so viel rumrutschen. Und hier kannst du noch viel näher an die Wand gehen. Hier kannst du noch viel näher an die Wand gehen. Zack, bam, gegen die Wand. Ja, noch näher. Noch näher. Da musst du ja erst vorne einen kleinen Schaden einfangen und dann ist mehr Platz zum Hinfahren. So, jetzt habe ich anscheinend eine saubere 47-0, aber die 46 habe ich seitdem nicht mehr geschafft. Hattest du heute schon eine 46 hier mit dem Auto? Ja. War anscheinend halt nicht sauber, weil sie wurden mir wieder weggenommen. Ich habe ja noch ein paar Versuche. Da hinten müsste Exit, Pervica und Letni kommen. Vielleicht auch in einer anderen Reihenfolge. Wenn die jetzt nicht schnell ist, ne? Zeig 48,4. Immer die 47,9. Kann auch nicht sein, dass ich seit 29 Runden keine saubere habe. Ja. Sag bloß, das ist irgendwie komisch teilweise. Es ist teilweise komisch. Zufrieden? Ja. René, ich bin neben dir. Danke. Machen weg, René, machen weg. Du hast Lorenz ja auch einfach so durchgelassen. Ja, aber Lorenz ist ja nicht mein Gegner, aber. Ja, meiner.
Wer ist deiner? Ja, ja jetzt, guck oder? Mal. Ist an mir vorbei. Hast du auch nicht aufgehalten? Also ja, wir haben alle keine Chance gegen Lorenz wahrscheinlich in Forza. Also ich auf jeden Fall nicht, bei euch aber weiß ich nicht. Aktuell bin ich auf P4 von 6, also ich weiß ja nicht. Du hast aber auch eine Runde hinter angefangen. Anderthalb sogar ich wahrscheinlich. Ich hab gehört, in dem Rennen ist alles erlaubt. Ja, es ist ja auch völlig legitim. Ja, also. Dann will ich keine Beschwerden hören, wenn ich mir meine Special Tactics ausprobiere. Ich wollte erst die Reifen auf Temperatur bekommen, um dann zu pushen. Und dann waren sie zu heiß, also stehen und wir sagen nach 32 Runden was das Ziel. Alles ist erlaubt, haben sie gesagt. auch schon wieder. Ich habe mich jetzt wieder verschlechtert. Und meine saubere Runde vorher hat ja sauber sein müssen, damit sie die 46 verdrängten. Jetzt habe ich mich nochmal verschlechtert. Oder gibt es hier in Forza Horizon 5 jetzt die Einteilung saubere Runde und noch sauberere Runde? Kann das vielleicht sein, dass sie den Durchschnitt nehmen? Nein. Du müsstest ja jede Runde es ändern. Na, meilenweit dran vorbei. Jetzt habe ich Pervika wieder vor mir. Danke, das hast du mir einfach gemacht. Wieder verbessert. Jetzt kann ich wenigstens wieder versuchen, Pervika einzuholen, auch wenn er eine Runde vor mir ist. Normal. Vor allem jetzt hatte ich definitiv einen Wand-Tat-Ditcher drinnen. Das Spiel sagt, das war schneller. Die ist komisch. Fast Dreher hier. Aber Lorenz ist immer noch nicht am Pervika vorbei, ne? Nö. Ich glaube, er ist gerade hinter mir. Obwohl rosa? Ja. Oh, erster Checkpoint Miss. No! Haben das jetzt alle abgehackt? Checkpoint Miss? Ich hatte keinen. Okay. Aber dann halt dich ran. Ich hab wahrscheinlich alle Checkpoint-Mist für euch gleich mit drin. Ja, pro Checkpoint-Mist gibt's ja 10 Bonuspunkte, oder? Und pro absolvierte Runde 1. Ja, bist du schon ganz schön in Führung.
5 Sekunden, wie soll ich die jemals wieder reinfahren? 53 statt 47.36 haben wir. Hast du? 38. Ja, okay. 38. Wie viel Disrespect wollen Sie haben, meine Teammates? Ja! 8 raus. Ist ja alles gut. War mir von Anfang an klar, dass ich nicht Erster werde. Dafür spiele ich es auch nicht. Aber ich finde, der macht Spaß hier auf der Strecke, oder? Ja, sehr. Nicht, wenn man Lorenz am Nacken hat. Einfach zu, wie ein Pferd nach hinten austreten. Okay, der WK, Perücke sagt, jo, hier vorbeischieben ist Witze. Oh no. Komm, wir letten hier an. Ich will nicht nochmal überrundet werden oder so, kein Plan. Er ist ungewohnt, den ersten Winter zu stürmen. Was bedeutet das? Dass ich gleich überholt werde. Hast zu viel gebockert, ne? Ja, ja. Ich hab gedacht, ich bin innen und Korrek hat gesagt, nee, du bist nicht innen, du bist zu weit innen. Du hast nicht gesagt, dass du überholen möchtest. Lorenz wollte nur mal dein Fahrer angucken. Das ist ein Dino. Ja, sieht man nicht so oft. Noch 10 Runden, also für mich zumindest. Sehr gut, ich muss wahrscheinlich auch keine 10 mehr, weil bis dahin habt ihr mich DNF gefahren. Na klar, ich hab den berührt, Mann. Das ist Lorenz an mir vorbei. Deshalb, obwohl ich gar nicht gesagt habe, dass ich überholen will. Brücke gar nicht vorbei. Gleich. Bleib links. Danke. Ach, den lässt du wieder durch. Naja, die kleine Lackierung werde ich bestimmt nicht kaputt machen. Ich hab mich schon eingekauft. Ich würde es interessieren, ob ich mich aus dem DNF-Fenster noch raus retten kann. Da muss ich ja nochmal voll anpassen. Dann hast du nicht genug bezahlt, Letni. Ja, aber du bist ja jetzt schon mal in der gleichen Runde wie Exit und die Runde geht ja nur 48, also es könnte... Ja, die sind hier, hängen mir direkt im Nacken. 46,5. Die erste Kurvenlinie.
Da kann ich 107 statt 100 km mit durchnehmen, wenn man weiter außen fährt. Und das hilft dann hier bergauf. Nein! Kommst du denn schon wieder her, Lorenz? Von hinten vermutlich. René, so fährt man die Kurve übrigens. Cool, oder? Voll cool. Ach, sorry, René, ich wurde reingeschubst. Ich hab euch nicht kommen sehen. Hab ich nicht drauf geachtet, sorry. Jetzt hätte ich alles gut, gemacht. Alles gut. Ist Perücke auch an mir vorbei inzwischen. Haben wir aber auch gerade hier einen Naht zusammen. Da bin ich auch ganz happy drüber gewesen. Ey, weiß nicht, was hier gerade los ist. Aber jetzt nochmal volle Concentration hier. Zu sicher gefühlt, locker gefahren. Dann noch Fehler. Also jetzt hat 3,46er am Stück. Die Linie außen scheint wirklich zu helfen. Also letzten Exit, das erste 180 Grad Kurve sind ja sozusagen 2,90. Letten, hast du den noch gekriegt? Ja. Du bist bei mir voll rechts vorbei. Das war mal ein bisschen knapp, ne? Ein bisschen? Ja. Die Sache ist, ich hab noch 4 Runden. Was habt ihr noch? 3? Ja. Oder 3? Ich bin jetzt in Runde 48 reingefahren. Ich glaube, Perücke kriege ich nicht mehr.
Was der schon nach? Nee. Aber nicht schlimm. Ein Fahrfehler nach Boah, Mann. Das war ein Okay, ich schaff's nicht mal ins Ziel, scheiße. Also, schade, ey. Hätte noch zwei Runden, schaffe ich auf keinen Fall mehr. Selbst die Backpoints haben schon nachgegeben, die stehen quer. Das war anstrengend. Nochmal. Nein, Lohn fährt jetzt nochmal. Aufnahme lief 50. Nicht. Ja, Lorenz fährt jetzt nochmal 50 Runden, weil Lorenz hat eigentlich mit 100 gerechnet. Und also, ich für meinen Teil bin raus und ich denke mal, das geht dem Rest ähnlich. Guckt unten in die anderen Sichten und damit sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.